Die Weltwirtschaft steuert in diesen Tagen auf raue See. Der amtierende US-Präsident dreht die Globalisierung zurück und proklamiert einen neuen amerikanischen Protektionismus. Ein starkes Europa könnte dem Ganzen vielleicht noch Paroli bieten. Doch nicht erst seit dem Brexit steht auch der europäische Wirtschaftsraum vor den vielleicht größten Herausforderungen seiner Geschichte. Ein großer Verlierer dieser ganzen Gemengelage könnte vielleicht die deutsche Wirtschaft sein. Weshalb das so ist, genau das wollen wir heute klären mit Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW. Herr Burkert, erstmal zur grundsätzlichen Frage. Muss man sich denn wieder verstärkt Sorgen um die Weltwirtschaft machen? Herr Zulek, also die Frage um den Zustand der Weltwirtschaft und die möglichen Auswirkungen einer Trumpschen Politik, ja, da kann man sich schon Sorgen machen. Vor allem, wenn Dinge unplanbar, unkalkulierbar passieren und damit die Unsicherheit, die in der Welt ja vorher schon relativ groß war, nochmal bestärkt wird. Das transpazifische Handelsabkommen wurde bereits gekündigt. NAFTA, TTIP droht ebenfalls das Aus. Unternehmen werden derzeit mit Strafzöllen bedroht, also nicht US-Unternehmen. Derartige Maßnahmen scheinen eigentlich nicht wirklich vereinbar mit dem alten Modell, muss man ja mittlerweile fast schon sagen, des Freihandels, oder? Sicher nicht. Man verkürzt den Freihandel letztendlich auch auf nationale Ziele. Und was wir erfahren haben in den letzten Jahren war, dass der Freihandel doch zu einer deutlich besseren Allokation geführt hat. Der Wohlstand in der Welt ist größer geworden, nicht nur bei uns, sondern auch in den Schwellenländern, in den Entwicklungsländern, auch in den USA. Dieses Rad jetzt einfach zurückzudrehen, halte ich für die komplett falsche Politik. Und man kann nur darauf hoffen, dass die Integration der Weltwirtschaft so weit vorangeschritten ist, dass wenn ein Player, auch wenn es ein großer ist wie die USA, nicht das Ganze zum Einsturz bringen. Und trotzdem wird seit Wochen an den Börsen regelrecht gefeiert. Droht hier demnächst vielleicht sogar das ganz große böse Erwachen? Ja, an den Börsen wird, insbesondere natürlich in den USA, wird kräftig gefeiert. Die Amerikaner haben Herrn Trump mit Vorschusslorbeeren bedacht. Insbesondere die Unternehmer freuen sich über mögliche Aufträge, mögliche auch Investitionen, auch Staatsinvestitionen, Steuersenkungen. Das ist sehr, sehr positive Stimmung, die da entfacht wurde. Und da muss man jetzt einfach sehen, was kommt da konkret an Nachfrage auf die Unternehmen zu. Was kommt da tatsächlich auch entsprechend an Produktion? Oder geht es am Ende alles in die Preise, was für die Unternehmen sicher auch gut wäre, aber am Ende des Tages sicher die amerikanische Notenbank auf den Plan ruft und am Ende vielleicht dann doch der normale Amerikaner eher von höheren Preisen, aber nicht wirklich am Aufschwung profitiert. Ja. Ein starkes Europa könnte, wie eingangs bereits erwähnt, vielleicht noch Paroli bieten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch korrigierend auf den amerikanischen US-Präsidenten einwirken. Das scheint aktuell jedoch nicht wirklich möglich, oder? Ja, also Herr Trump scheint eine Sprache zu verstehen, die des Verhandlers. Und wenn die gegenüberliegende Position an sich geschwächt ist, reizt es ihn eher noch mehr die Grenzen zu testen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere dann auch in Zusammenarbeit mit China und anderen Europa doch eine Position beziehen kann. Nur wir müssen uns halt klar werden darüber, dass Freihandel nicht nur den Deutschen hilft, sondern insgesamt Europa hilft. Und wenn wir uns da dieser Stärke besinnen, plus vielleicht uns auch zusammenraufen, was das Thema Außen- und Sicherheitspolitik angeht, haben wir tatsächlich aus meiner Sicht die Chance, neben der Währungsunion auch ein zweites wirklich festes Standbein zu generieren. Das wäre ein positives Ergebnis von Herrn Trump bei allem Negativen. Schauen wir uns das Ganze noch mal etwas näher an. Sie haben die EU am Rande bereits angesprochen und beim Blick vor allem auf Deutschland. Das bestehende Wirtschaftsordnung Deutschland war jahrelang ein großer Profiteur dessen, steht auf dem Spiel. Europa geschwächt. Sind das nicht beides Faktoren, die mittelfristig Deutschland schweren Schaden zufügen können? Sicher. Also wenn wir nicht aufpassen, wenn wir auf dem Status quo beharren, hätte das sicher negative Konsequenzen. Es ist aber die deutsche Wirtschaft in den letzten 15 Jahren extrem anpassungsfähig geworden, hat noch den Rückenwind durch eine etwas schwächere Währung bekommen. Das heißt, wir sind enorm stark und die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben nicht unbedingt was mit Herrn Trump zu tun, sondern es ist die Digitalisierung, es ist die Automatisierung und da stellen sich unsere Unternehmen momentan sehr, sehr gut auf. Da sehe ich große Chancen und wie gesagt, wenn die Weltwirtschaft weiter integriert bleibt, also mit den Schwellenländern, mit Osteuropa, mit anderen Regionen, könnten wir insgesamt da stärker daraus hervorgehen. Und wie gesagt, vom deutschen Aufschwung profitiert das Ausland fast 1:1, weil wir natürlich viele Produkte aus dem Ausland zu uns importieren, was wir dann weiterverarbeiten und wieder exportieren. Und diese positive Entwicklung, ich glaube, die hört nicht unmittelbar deshalb auf, nur weil Herr Trump jetzt in Amerika zumindest mal mit großen Gesten droht. Das heißt, aus Ihrer Sicht, die Chancen für die deutsche Wirtschaft dominieren aktuell?
Die Risiken sind überall sichtbar und die Chancen werden ein bisschen klein gedruckt aktuell. Die Chancen sind aber da und ich habe einen ganz, ganz großen Optimismus in die deutschen Firmen, in die Ingenieurskunst, in die Entwicklungskunst, in die Fantasie, in die Kreativität. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die Deutschen es schaffen. Gegenwind macht uns ein Stück weit stärker. Es sollte natürlich nicht zu stark kommen und vor allem muss man halt aufpassen, dass es die Spielregeln, dass die gleich sind für alle. Und ich glaube, da ist die große Aufgabe der Politik, auch der europäischen Politik, zu schauen, dass die Spielregeln zwischen Amerika und uns einfach dann noch gleich bleiben. Eine aktuelle Einschätzung von Uwe Burkert, Chef Volkswirt der LBBW. Vielen Dank für das Gespräch.